Ja, herzlich willkommen im Teil 17 unseres Radiobauprojektes. Heute im Teil 17 geht's noch mal um so ein paar Spezialdinge, die wir besprechen sollten. Einmal zum Thema Triodentest, also der Test einer Triodenröhre mit unserem Einfachtestverfahren. Ich möchte was erzählen zu alternativen Design-Möglichkeiten. Ich möchte noch mal was erzählen zum Röhrenprüfgerät W18 und ich möchte euch vorstellen ein US-amerikanisches Röhrenprüfgerät, vor allen Dingen für die amerikanischen Röhren. Ja, viele von uns haben ja eher noch amerikanische Varianten auch im Keller und die Frage ist, wie kriegen wir die getestet? Das sind die Themen von heute. Okay, bis gleich. Beginnen wir mit einer Anregung, die aus euren Reihen kam, wie gerade schon gesagt, nämlich es gibt im Internet so wunderschöne Platinen. Ja, diese Platinen sind zum Bestücken natürlich verschiedener Geräte im Internet zu finden. Und ja, die sind inzwischen so schön, auch von der Oberfläche so schön gestaltet, dass man solche Platinen ganz wunderbar eigentlich auch als Frontbleche für solche Bastelobjekte gebrauchen kann. Na? Also wenn wir jetzt mal uns vorstellen, dass die Maße zufällig bei meinem Design hier im Hintergrund jedenfalls zu sehen passen würden, na? Also hier passt es ja nicht, na? Aber nehmen wir an, das würde von den Größenordnungen her passen, dann wäre das natürlich ein klasse Frontblech. Na, man könnte die Widerstände, zum Beispiel die Potis, die könnte man hier natürlich wieder ansiedeln. Auch so eine Kontrollleuchte könnte man leicht hier irgendwo unterbringen, wunderschön im Design. Und dann hätte man eine klasse Designalternative. Na, diese Anregung finde ich so gut, dass ich sie euch einfach mal vorstellen wollte. Also, das ist wirklich eine Idee. Klasse. Im Teil 16 hatte ich euch ja mal ein vereinfachtes Prüfverfahren für Elektronenröhren vorgestellt, um mit ganz einfachen Mitteln im sogenannten Bastelkeller im Grunde eine Röhre prüfen zu können. Ja, und wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut euch einfach diesen Teil 16 nochmal bitte in Ruhe an. Und wir haben uns bisher bezogen auf Gleichrichterröhren und haben versucht, also eine Gleichrichterröhre wie hier zu sehen in der Beschaltung. Ja, die haben wir versucht zu testen mit dieser Leuchtdiode. Und immer wenn die Leuchtdiode, also wenn der Elektrolytkondensator über die Röhre geladen wurde und dann schließlich auch die Leuchtdiode zu glimmen beginnt, dann konnten wir sicher sein, dass diese Röhre noch in Ordnung ist, das Vakuum ist in Ordnung und wir kriegen es noch hin, auch mit 28 Volt, darum ging es ja, mit ganz tiefen Prüfspannungen, im Grunde einen Elektronenstrom in der Röhre ja, zu bewegen oder hinzubekommen, um dadurch eben zu beweisen, die Röhre ist noch funktionstüchtig. Na? Wir müssen heute uns nochmal mit Trioden beschäftigen, also Röhren, die ein Steuergitter haben. Und das ist bei der Triode ja schon der Fall, ein Steuergitter. Und dann gibt es ja noch die Pentoden, da sind unter Umständen zwei oder sogar drei Gitter vorhanden. Und da würde diese Prüfung, so wie wir sie bisher für die Gleichrichterröhre kennengelernt haben, so ohne weiteres jetzt erstmal nicht funktionieren. Das liegt einfach daran, dass schon bautechnisch zwischen Kathode und Anode bei solchen Steuerröhren oder Verstärkerröhren, so nenne ich sie mal, mit einem Steuergitter, die Abstände zwischen Kathode und Anode eben größer sind, weil das Gitter eben noch dazwischen ist und der ganze Raum ein bisschen gestreckter wird. Ne? Wenn wir jetzt mit 28 Volt, also mit unserem Niederspannungsprüfverfahren, eine solche Triode zum Beispiel wie hier jetzt die EDD11, die wir ja schon kennengelernt haben, testen wollen, dann müssen wir jetzt unbedingt die Gitter im Grunde mit auf Plus schalten, ja? Und das mache ich ganz einfach dadurch, dass ich das Gitter, zum Beispiel das Gitter 1, mit der Anode 1 im Grunde jetzt hier nochmal eben durch einen Kurzschluss eben mit auf Plus lege. Also ich lege einfach das Gitter, ich zeige es euch hier mal,
Na, mit diesem gelben Kabel hier, da lege ich einfach das Gitter hier mit auf Plus. Wenn ich nämlich die Plusspannung vom Gitter abnehme, dann geht unsere entsprechende Leuchtdiode aus, weil wir durch den hohen Abstand zwischen Kathode und Anode eben den Strom jetzt mit diesem Niederspannungsverfahren natürlich nicht ins Rennen kriegen. Und wenn ich jetzt das Gitter entsprechend wieder anschalte, ich mache das mal gerade, dann sehen wir wunderbar, es funktioniert wieder. Der Kondensator wird aufgeladen und wenn die Spannung am Kondensator hoch genug ist, dann leuchtet auch unsere Leuchtdiode wieder. Also das ist etwas, was wir unbedingt bitte beachten bei Trioden und bei Pentoden. Denkt dran, bei diesen niedrigen Spannungen, wir wollen ja uns in unserem Bastelkeller um Gottes Willen hier nicht verletzen oder irgendwelche Risiken eingehen. Also bei diesem Prüfverfahren mit niedrigen Spannungen müsste ich das einmal beachten. Bei der Pentode ist es sogar relativ peng, welches Gitter ich dann mit auf Plus lege. Hauptsache ein Gitter ist mit aktiviert auf Plus, dann wird das Prüfverfahren auf diese Art und Weise wieder funktionieren. Dann möchte ich nochmal deutlich darauf hinweisen, dass bei diesen alten Röhren die im Inneren befindlichen Fäden, die ja im Grunde hier zu Kathode, Anode und zum Gitter führen, diese Drähte und Anschlüsse sind in die Pinne dieses Steckers hier vorne eingefädelt. Na? Und sie werden hier, man kann es vielleicht noch erkennen oder ahnen zumindest, sie werden einfach in diesem Pin mit angelötet. Ja? Also da ist Lötzinn drauf und dieses Lötzinn verbindet jetzt im Grunde diesen Steckkontakt mit dem Draht, der aus dem inneren System der Röhre kommt. Na? Achtet immer, wenn ihr Röhren einbaut, darauf, dass diese Lötstellen in Ordnung sind, also dass sie optisch noch einwandfrei sind. Wenn die so ein bisschen ausgemagert aussehen, na, dann empfehle ich durchaus, wie dieser Pin hier vorne, da empfehle ich durchaus, hier mal mit ein bisschen Lötzinn, ein bisschen nachzulöten, damit im Inneren dieser Kontakt wieder wunderschön vorhanden ist, also der galvanische Kontakt sozusagen. Na? Das ist eine wichtige Geschichte. Auch das sind sehr viele Störungen, die immer wieder bei Röhren eintreten, wenn diese Kontakte nicht mehr sauber sind. Ne? Und dann gibt es so ein Knacken und Krachen nachher im Lautsprecher, weil einfach die Röhre quasi einen Wackelkontakt an der Stelle hat. Ne? Und das ist ja einfach und schnell gemacht mit Lötkolben, da einfach oben drauf ein bisschen Lötzinn nachgeben. Fertig ist die Laube, dann wäre das Problem auch gegessen. Sind die Kontakte natürlich gut aussehend, ne, dann können wir das natürlich vergessen. Da vorne ist so ein schöner Kontakt, dieser dunkelgraue, der ist noch wunderbar. Aber den hier würde ich auf jeden Fall nachlöten. Ne? Und achtet auch, wenn ihr nachher diese Leitungen hier entsprechend wieder entfernt, ne? Also wenn die wieder abgelötet werden, dass ihr nicht das Lötzinn komplett hier im Grunde wieder abhebt und damit im Grunde eine hohle Röhre da entsteht. Ne? Achtet da drauf. Ja, Freunde, ich möchte euch noch so einen kleinen Nachschlag zum Funke W19, zu diesem Prüfgerät, was ich im Teil 16 euch ja schon vorgestellt hatte. Da möchte ich heute noch mal so einen kleinen Nachschlag bringen. Ne? Wir hatten im Teil 16 gesagt, guck mal, natürlich kann ich nur die Röhren mit diesem Prüfplatz hier prüfen, die bis zu dem Baujahr 1951 auch auf dem Markt waren und wo wir dann natürlich auch entsprechende Prüfkarten in diesem Prüfgerät besitzen. Na? Inzwischen haben wir im Telefon- und Radiomuseum Wiedenbrück noch eine ganz, ganz tolle Unterlage gefunden, nämlich ein Buch von Karl Friedrich Müller. Das Funke-Röhren-Messgerät W19, ja, wie ihr sicher im Bild auch lesen könnt. Und da erfahren wir in diesem Buch, dass es eine sogenannte Universalprüfkarte gegeben hat. Also eine Karte, die ich im Grunde jetzt hier auf dem Steckplatz aufstecken konnte. Und wenn ich alle technischen Daten von meiner zu prüfenden Röhre besitze, dann kann ich natürlich über meine Steckreiter, ihr erinnert euch, das waren diese Pins hier vorne, ne? Dann kann ich hier über meine Steckreiter
auch sozusagen alle anderen Werte, die in Frage kommen können für modernere Röhren, ebenfalls vorstecken. Ich darf natürlich hier keine Fehler machen, sonst ist unter Umständen die Röhre hops, ja. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wenn wir uns mit der jeweiligen Röhre richtig beschäftigen, geht das auch. Also eine tolle Geschichte. Ich wusste das überhaupt nicht und ich bin ganz froh, dass ich hier im Radio- und Telefonmuseum oder umgekehrt Telefon- und Radiomuseum in Wiedenbrück noch darauf gestoßen bin. Und ich bin auch noch darauf gestoßen, auf so ein altes Prospekt, was man früher den Radio- und Fernsehbetrieben zugeschickt hatte. Und da sind jetzt vom Funke hier alle Prüfgeräte zum Thema Radioprüfungen auch enthalten. Na? Und wir haben sogar noch die Preisliste dazu. Ne? Also selbst das ist hier im Museum noch verfügbar. Also eine richtig, richtig schöne Geschichte. Ne? Damit möchte ich aber das Kapitel von dem Funke W19 jetzt wirklich abschließen. Und ich zeige euch gleich noch ein weiteres US-amerikanisches Prüfgerät. Bis gleich. Ja, ich will euch in diesem Beitrag nochmal ein weiteres schönes Röhrenprüfgerät vorstellen. Von der Firma CTR, das ist vermutlich ein amerikanischer Hersteller. Genau wissen wir das auch nicht mehr. Und wir testen jetzt einfach mal, damit ihr diesen Vorgang nochmal erleben könnt, eine EF80. Ja? Dieser Hersteller geht nicht mit diesen Pins, wie das Funke Röhrenprüfgerät, sondern mit dieser Schalterbank ins Rennen, um im Grunde hierüber die Sockelbeschaltung im Grunde über diese Schalterbank vorzunehmen und wie die Schalter zu setzen sind. Dazu gibt es natürlich wieder Literatur, die sich dann in einer Schublade quasi unter dem Gerät befindet, um dann nachzuschauen, was ist hier jeweils für die Röhre, die wir jetzt testen wollen. Ich sage es nochmal, in diesem Fall die EF80. Was ist jetzt hier an Schaltern vorzunehmen? Welche Heizspannung ist hier einzustellen für diese Röhre? Und natürlich der Strom, der da jetzt maximal über Kathode, Anode oder auch Gitter fließen darf. Ja? Ansonsten können wir hier unten das Prüfgerät gleich einschalten. Und um den Strom zu messen, haben wir dann schließlich hier nochmal einen Knopf, also einen Drückknopf. Wie soll ich mal sagen, ein Taster, um dann eben quasi die Strommessung vorzunehmen. Ja, fangen wir mal systematisch an. Wir geben die Röhre erstmal mit der entsprechenden Kodierung in den richtigen Prüfplatz hinein. Geschafft, ne? Wir können das Gerät einschalten, Kontrollleuchte leuchtet. Jetzt wird die Röhre natürlich entsprechend, was den Heizstrom anbelangt, bestromt. Wir sehen schon, dass die Heizung aufkommt und glüht. Und dann können wir jetzt einen Test vornehmen, wo wir dann schön sehen, welcher Strom quasi hier zwischen Kathode und Anode tatsächlich fließt. Und wir sehen, immer wenn wir den Testknopf drücken, kriegen wir hier die Anzeige, deine Röhre ist supi in Ordnung, supi gebrauchbar, also im Gut oder im grünen Bereich, wie wir so schön sagen würden. Na? Was ich euch auch nochmal zeigen möchte, ist, ich schalte das Gerät nochmal aus, ganz aus. Lass die Röhre mal ein bisschen abkühlen und dann sehen wir auch, wie die Röhre langsam, was den Strom zwischen Kathode und Anode anbelangt, dann schließlich kommt, um einfach zu sehen, wie langsam oder wie lange die Heizung braucht, um im Grunde dann betriebsbereit zu sein. Ja, auf los geht's los. Ich schalte das Prüfgerät mal an. Der Testknopf ist bereits gedrückt. Und jetzt sehen wir, wie langsam der Kathoden-Anodenstrom anschwillt und dann schließlich seine Maximalwerte erreicht. Wunderbar. Schöne Sache. Röhre geprüft, die ist also tauglich. Okay. Im Teil 15 hatte ich euch ja schon mal erklärt, wie es zu dem sogenannten Alterungsprozess bei Elektronenröhren kommt, was eigentlich der ganze Hintergrund ist. Und da hatte ich erklärt, dass das Barium oder alternativ das Thorium, was auf der Kathode als Kathodenbeschichtung aufgebracht ist, um eine ordentliche Elektronenwolke freier Elektronen, wenn ich die Kathode beheize, zu erzeugen,
Das hatte ich ja schon mal erzählt. Und ich war schon immer auf der Suche nach einem fertigen Gerät, um Röhren zu regenerieren. Und ich bin tatsächlich in einem Buch, das ist das Yogis Röhrenbuch, bin ich tatsächlich fündig geworden. Ja. Hier gibt es eine Anleitung im Yogis Röhrenbuch vom Joachim Gittel. Der Gittel beschreibt hier ganz wunderschön den Bau eines solchen Regenerierungsgerätes. Na? Und da hatte ich ja schon erzählt, das war insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz, ganz heißes Thema, weil neue Röhren furchtbar teuer waren zur damaligen Zeit und kaum auf dem Markt eben verfügbar waren für jedermann. Und im Grunde, um ein Radio wieder so richtig in Betrieb zu bringen, eigentlich nur die Variante blieb, das Ganze eben mit dieser Regeneration von Röhren im Grunde wieder hinzubekommen. Ne? Und ja, ich zeige euch nochmal den Buchdeckel Yogis Röhrenbude. Also ein wunderschöner Tipp. Auch das hatte ich selber noch nie gesehen gehabt. Also wer sich dafür interessiert, für dieses Thema, möge da gerne nachschlagen. Ich kann das eigentlich nur empfehlen.